Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen Folge Horizon Zero Dawn und wir begeben uns jetzt wieder auf die Hauptquest. Mal schauen, wo uns Silence hinbringt. Oder was heißt, er bringt uns ja nirgendwo hin, wo er uns hinführt oder hinleitet. Ohne sich wahrscheinlich selber da in Gefahr zu begeben, in die er uns schickt. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Doch nicht durch. Ich muss schon hier bei den Stürmern bleiben. Es ist einfach immer wieder so schön gemacht. Ganz im Ernst. Hier oben dieses Detail mit dem Panzer und so. Ich finde es immer noch weird, dass die Kette nicht da ist, aber dass hier die Kettenräder oder die Führungsräder, hast noch Teile von den Stoßdämpfern hier oben drin. Das ist schon krass. Na gut, ich werde schlafen. Das Wasser sieht manchmal etwas weird aus. Aber hey. Was gibt's denn hier hinten? Oder andere Frage, oder anders formuliert, gibt's hier hinten denn was? Nein? Ja. Halt eben nicht. Aber sowas muss ich immer erkunden. Wenn ich sowas sehe und mitbekomme, dann muss ich. Hier, ah, wieder ein Wächter oder so. Ich würde jetzt eigentlich gerne hier hoch, weil wir jetzt einmal schon mal hier in der Nähe sind, aber nein, ich muss mich zusammenreißen. Zusammenreißen! Hm? Was? Hat jemand mich gerufen? Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Ach ja. Ich habe ihren Sarkasmus vermisst, ne? Also, das muss ich ehrlich sagen. Das ist so, so schön erfrischend. Und wie machen wir... ich das jetzt? Finde ich gut. Finde ich gut.
Schatten. Ja, mal eben so einen Sägezahn. Mir meinen guten Loot von dem Sägezahn wegnehmen, den ich den klauen wollte. Ich musste den umbringen. Ich hatte gar keine andere Wahl. Jetzt judgt mich nicht. Ich sehe schon, wie ihr so langsam mich vorbereitet, mich wieder platt zu machen. Ich wollte nur gierig sein. Das wird doch wohl heute noch erlaubt sein. So schön. Diese Unterschiede hier. Dort denkst du dir, das haben sie irgendwie selber reingeklopft. Aber anscheinend doch nicht. Hier so kleine. Und dann geht hier noch ein schöner kleiner Fluss ab. Ah! Hier drüben sind wieder Pirscher. Ah, da. Ja, ist ja gut, ja schon. So, warte, wo schickt er uns jetzt hin? Doch da unten, ne? Hier einfach ein bisschen verlieren in dem Ganzen. Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipso-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Mist. Komm nicht näher ran. Oh, das da oben sieht doch irgendwie cool aus. Kommen wir da noch hin? Ich muss kurz hier hinter, es tut mir leid. Ich habe jetzt einen Monat nicht gespielt. Passt nicht. Ich muss wieder diese ganze Welt hier appreciaten und genießen. Ach, krass. Ein Stück Kette, hier quasi noch so ein alter Panzer. Einfach so, ne? So komplett im Boden versunken, eingearbeitet sozusagen. Es ist geil. Einfach nur geil. Ja, die Leute, die damals umgekommen sind, die würden das, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt als geil bezeichnen. Die ganzen Toten, die es hier gab, das ganze Leid, die ganze Vernichtung, die Skrupellosigkeit der Maschinen,
die einfach die Menschen einsaugen und dann zu Biomasse umwandeln. Das ist schon hart. Wenn man da mal so drüber nachdenkt, ist schon vielleicht auch ein bisschen unangenehm, wenn man das dann gerade mitbekommt oder miterlebt. Alte Griffe, sagst du, ja? Oder vielleicht hier? Ah, da. Alles klar. Da sind die Handgriffe. Wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Ach man, hier hinten komme ich nicht hin. Das ist so fies, ne? Wahrscheinlich sollst du hier hinten auch einfach nicht hin. Ah, sehr gut. Ich halte mich ja jetzt schon an das Level. Es tut mir ja leid. Ach, Mensch. Meines Spiel. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Hm. Oh, geil. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Ach klar, leichter als das. Nichts leichter als das. Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Ach, wie cool. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Das ist doch gefährlich. In der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Kleiner Wutgremlin. Schön. Mal sehen, was dahinter ist. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten. Die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Ach klar, kein Ding. Easy. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Na. Na? Cleverer Bastard.
Ich wollte genau zu dem. Natürlich. Für Explosionen die ganze Zeit. Tatsächlich was vergessen zu looten. Ich passe es auch nicht. Das wird zu schwer. So. Nee, das kann ich mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren. Das ist halt. Es tut mir auch leid, aber irgendwo auch nicht. Ach, Aloy. Manchmal. Ich muss mich kurz schnell wieder Beutelbeutel voll machen. Oder ausrüsten oder ausstatten.
Tja. Was da hinten jetzt passiert? Mal sehen, ne? Entfernte Explosion. Ignorier sie. Ist nicht deine Sache. Mhm. Was? Ein Todbringer? Man bestimmt eleganter machen. Switch, Eloy. Lass dich nicht an dieser Plünderermaschine reiben, sondern du sollst mal laufen. Das gehört jetzt mir. Kümmere dich nicht um die Explosion. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Kümmere dich einfach nicht drum. Mhm. Ich habe halt immer noch kein Vertrauen zu Silence, ne? Das ist mein Problem, glaube ich. Dadurch, dass er uns so gar nichts verrät und so viel über uns weiß und aber auch einen Scheißdreck dafür tut, dass wir irgendwie mehr Vertrauen zu ihm haben. Genau deswegen habe ich halt kein Vertrauen zu ihm. Ich weiß, komisch, aber so. Auf die Gefahr hin, dass ich das jetzt zu sehr zerreiße, aber ich habe das Gefühl, es geht noch ein Stück, deswegen mal eine kurze Folgenpause. Bis zu sehen, bis gleich. Ciao.